Hallo euch allen, das sind wir dabei, Madden NFL 19. Wir sind zurück bei der Pass-Through-the-Draft-Serie. Wir sind im 22. Game der Late-Round-Hero-Highlights unterwegs, zusammen mit Rick Wagner von den Baltimore Ravens im Jahr 2014. Woche 3 geht's nach Cleveland zu den Browns. Relativ einfaches Ziel. Wir sollen in dieser Challenge einen Rushing-TD erzielen. Bonus-Goal haben wir nicht, also der Rushing-TD soll her. So, meine Lions. Die Lions haben den Ball. Okay, das ist interessant. Ich habe irgendwas von Ravens-Leuten hören, aber da habe ich mich wohl vertan. Das heißt, so, wir sollen laufen. Dann laufen wir natürlich. Über Elliot, und zwar geht die Reise über die linke Seite. Elliot ist immer noch unterwegs, wird aber jetzt gestoppt an der 30-Yard-Linie. Aber Second and Inches. So, das heißt, zweiter Versuch, wir gehen rüber in den Community-Bereich, dann nehmen wir den Halfback-Toss. So, es geht über die. Ja, laufen wir über die rechte Seite. Eddie George ist als Vorblocker mit dabei. Der wird aber gnadenlos weggelaufen von Elliott. Der ist zu schnell. Dann kommt es an die 48-Yard-Linie. Wir sind 2 Yards vor der Mittellinie. Erster Versuch und 10. So, wir laufen mal gnadenlos weiter. Wieder mit einem Toss. Diesmal gehen wir mal über die linke Seite. Eddie George ist wieder als Vorblocker dabei. Und er blockt aber nicht vor. Elliott kann sich irgendwie aus den Tackles befreien. Das ist ja unfassbar. Noch ein schöner Spin-Move und jetzt ist keiner mehr da. Elliott ist in der Endzone. Und damit haben wir die Challenge geschafft. Wir haben unseren Rushing-TD geschafft. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.